Barney Ross und seine Freunde sind wieder da. Doch während zur Vorpremiere beim zweiten Teil damals kaum noch ein Ticket zu haben war, war es diesmal kein Problem. Vielleicht sind einfach einmal zu oft die gealterten und unrasierten Helden auf der Mission, die Welt zu retten. Die Story ist schnell erzählt. Barney Ross und sein Söldnertrupp wollen ein Waffenhändler-Ding festmachen. Doch wie sich herausstellt, ist das kein geringerer als ein Mitbegründer der Expendables, der sich nun gegen die Retter wendet. Der Rachefeldzug nimmt seinen Lauf. Wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. Technisch gesehen ist an dem Film definitiv nichts auszusetzen. Kamera und Schnitt leisten hervorragende Arbeit, wir haben tolle Stunts, die Musik ist passend und wirkt auch nie nervig oder aufdringlich. Die Regie jedoch legt extrem viel Wert darauf, Sylvester Stallone zu inszenieren und dabei wirken die anderen Darsteller ein bisschen blass. In Teil 2 gab es extrem viele Anspielungen auf die alten Filme der Actionhelden. Erinnert euch, Schwarzenegger sagte dauernd, ich komme wieder. Bruce Willis nahm das auf, Gelächter im Kino. Der Auftritt von Chuck Norris ist legendär. Das fehlt mir in Teil 3 ein bisschen. Und gerade bei den Neuzugängen wie Antonio Banderas oder Harrison Ford hätte sich das definitiv angeboten, denn Rollen wie Zorro oder der gestiefelte Kater bei Banderas oder auch Indiana Jones oder Han Solo oder auch der Präsident in Air Force One bei Harrison Ford bieten für solche Anspielungen einfach extrem viele Steilvorlagen. Beste Szene in dieser Beziehung, ein Auto steht da, vorne steht ganz dick und fett drauf Ford, Sylvester Stallone steigt ein und wer sitzt schon drin? Natürlich Harrison Ford. Ich fasse noch mal ganz kurz die Handlung von Expendables 3 zusammen. Bam, 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 bam. Ich töte dich. Bam, 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 bam. Nein, ich töte dich. Bam, 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 bum, bum, bum. Ich bin Den Haag. Bum, 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 bum. Schluss. Ganz schön viel zu verdauen. Wie geht es jetzt weiter mit den Expendables? Das ist hier die Frage. Die Einführung der zahlreichen jungen Darsteller lässt vielleicht vermuten, dass man einen Generationswechsel anstrebt. Ich meine, dann sind es nicht mehr die Expendables, weil gerade das ist ja Zusammenschluss von den Actionhelden der 80er und 90er. Und da gibt es durchaus noch ein paar, die wir gerne mit in diesem Team oder als Gegenspieler des Teams sehen wollen. Alles in allem bietet der Film solide Actionkost, wenig Story, klar, bei einem Actionfilm erwartet man das auch nicht, und eine gesunde Portion Humor, durchaus zu empfehlen bei 7 von 10 Punkten.